3-2-1. Hey Leute! Nein, hey, warum sagst du nicht? Ja, ich dachte, du wolltest doch was sagen. Nein. Och man, Leute, wieso sind die Amos manchmal immer so verkackt? Aber naja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Wir rennen mal zum nächsten Turm direkt. Wir haben einen langen Weg von uns. Da wir oben haben sieht einen langen Turm vor uns, ja. Ja, das auch. Wir sind hier am Rumspasten hier im Bärengebiet auf, wie heißt die Insel? Balboa. Balboa, Alter, das zeige ich ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier. Ja. Warte, hier nach rechts? Wo geht's hier nach rechts? Was? Weswegen denn? Station 2 waren wir ja. Ja. Hoffentlich, denke ich mal. Also eigentlich haben wir keinen Plan, Leute. Eigentlich, wir müssen nach rechts. Och, Junge. Sorry. Ach, Junge. Ja, wir suchen diese Dings jetzt auf, diese Messen, Posten, Dinger. Messen, Alter. Ich kenne die Messen nicht von Massen, ey. Mein King, hier rechts zurück. PlayStation 2 gehen wir jetzt hin, ne? Na, da waren wir schon. Ne, wir waren bei der Ranger links, Station. Du läufst grad zurück, Junge. Ja, was ist für die dich rechts? Junge, bist du dumm? Guck mal nach rechts, Junge. Deswegen habe ich gesagt, mach die Namen an. Da siehst du nämlich meinen Namen rechts von dir. Ist das. Guck, ach, mal nach rechts. Wieso bist du da oben, Alter? What the fuck? Mach dich wahnsinnig. Guck mal, hier ist eine Tanne, die wir fällen können. Ah, ja, sieh mal, einer guckt. Direkt, Alter. Ich brauch Holz. Ich habe auch eine Planke bekommen. Ich habe 2, 4, 5, 6 bekommen. Ah, ich glaube, was ist das? Hier ist ein Spind. Wieso sind hier Spind, Alter? Wer legt hier wieder seinen Müll ab, ey? Benutzen. Oh, eine Säge. Oh, die brauchen wir. Ja, wir brauchen aber noch einen Hammer und einen Schraubenschlüssel. Richtig. Wichtig und richtig. Hier ist das Rätsel. Ah, das ist ein Ziege, ja. Guck mal, da ist eine Birke, die wir fällen können. Ach, hier vorne, ja. Komm, kriegen wir Birkensamen von der? Birke ist auch gut, weil die gibt nämlich auch keine Blätter. Ergibt keinen Sinn, aber... Ja. Guck mal, hier sind Bienen. Aber wir brauchen ein Insektennest. Aber egal, komm, wir gehen weiter. Wir kommen ja eh hier nochmal hin, schätze ich mal. Ich sehe da schon was. Komm mal mit. Was ist das denn hier? Ah, ein Bienenschwarm, hallo. Die machen Schaden. Ah, okay, tschüss. Komm lieber her. Achso, du gehst auf die andere Seite, okay. Ist das eine Birke, die wir fällen können? Nee. Wo ist eigentlich Bruno hin, Alter? Mein King? Oh Gott. Wir müssen Gott. Da rüber, guck mal, da ist ein Hebel. Mach mal. Also ich würde nicht springen an deiner Stelle. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja schon. Und guess was? Nee. Wir müssen springen. Nein, müssen wir nicht, das schafft man nicht. Oh, oh Gott, ich bin fast abgerutscht. Okay, guck mal, da unten ist so eine Raft. Guck mal, wie groß das ist. Nein! Oh. Ja, viel Spaß beim wieder hochlaufen. Oh. Guck mal, warte mal, ich habe meinen Haken runter. Siehst du den? Ja, der kommt da so runter. Schade, kann ich mich nicht hochziehen. Bei mir ist jetzt schon wieder da, ne? Alter, ich hab gerade so laut rumgeschrien, ich glaube, ich bekomme gleich auf die Fresse. Von deiner Mutti, Alter. Ja, wirklich, Alter. Es ist nach 10 Uhr, Leute, ich darf nicht mehr so rumfallen. Ja, Leute, wir haben jetzt hier einen kurzen Cut, bis mein King wieder hier ist. Können wir eine Axt werfen? Mhm. Nee, bringt's auch nichts, aber... Können wir bauen? Nee, schade. Dreh dich mal um. Wolfi, Alter, was hat die gerade gemacht? Dreh dich mal um, mein King. Achso. Nicht luschern. Ich lusche? LOL. Oh Gott, Alter! Das war knapp. Du konntest das Rätsel nicht lösen. Weil, auf der anderen Seite, bevor du da warst, lagen da auch Steine auf dem Boden. Die habe ich alle aufgehoben. Ach so, die habe ich gar nicht gesehen. Ja eben, weil ich sie alle aufgehoben habe. Logisch, dass du sie nicht gesehen hast. Ziemlich, ja. Kann es... Ach, scheiße. Nein! Na. Kann es sein, dass wir ziemlich lootgeil sind? Nein. Nur so, by the way. Es schwirft jetzt schon wieder mit Steinen, Alter. Warum nicht? Darf ich dir keinen Stein in die Fresse werfen? Nee, lieber nicht. The kids are fighting. Egal. Ich hab Hammer gefunden.
Was denn? Was steht da? Ich hab da irgendwas Treibstoffrohr. Lol, ich hab ja so ein Raffinerie-Ding gefunden. Raffinerie-Ding? Was glaubst du? Hier, habe ich schon weggeschmissen. Aber. Digga, einfach. Easy. Kein Fallschaden. Okay, jetzt müssen wir noch zu dem Turm dort hinten, ne? Warte mal. Den schaffen wir auch noch. Da können wir in der nächsten Folge zurück. Ich hab eine Biokraftstoff-Raffinerie. Wo willst du denn jetzt hin? Hier sind noch Honig, mein King. Hier ist Honigwaben. Ich hab Honigwaben. Oh, Wildbeeren, geil. Jetzt komme ich zurück. Oh ja, Wildbeeren. Noch mehr Honigwaben. So, und jetzt müssen wir noch... Okay, dann machen wir diesen Turm bestimmt noch in dieser Folge und dann... Nur mal als Information für dich. Es gibt Biokraftstoff. Mit dem kannst du auch fahren. Und können wir damit auch unsere Triebwerke befeuern? Oder genau, ja, damit fährst du halt. Und den stellst du her, indem du in den Biokraftstoff-Generator-Dingens da Rüben, Kartoffeln und so rohe Sachen reinschmeißt. Also so Früchte und so. Oder ja, halt Köpfe. Bio-Sachen halt so. Und wenn du die da reingeworfen hast, dann kommt da und Honig reingemacht hast, kommt dann irgendwann. Kommt da irgendwann unten so ein Biokraftstoff raus. Und wenn du den Biokraftstoff hast, kannst du den in deinen Tank tun und dann das über die Rohre zum Beispiel automatisch zu deinen Motoren leiten. Oder du machst es direkt in die Motoren rein. Und wenn du das so ausgebaut hast, dass du so viele Felder hast, dass du da so viel anbaust, dass du das dann halt alles verarbeiten kannst zu Biokraftstoff, dann brauchen wir nämlich auch keine Planken mehr fürs Fahren. Ja, chillig. Genau. Oh, das ist noch eine Böke, die will ich fällen. Da hinten ist noch eine Kiefer. Ja, ich hab daneben geschlagen. Aber wir müssen eh in die Richtung her, also. Oh, lol, was hab ich denn jetzt? Ah, Birkensamen. Ja, let's go. Oh. Ich bin voll. Oh, da ist eine Höhle. Jetzt wird's creepy. Warte. Oh, lol, wir brauchen eine Machete dafür. Scheiße. Haben wir aber nicht. Und ja, für die Machete haben Manu und ich circa eine halbe Stunde gesucht. Oh Gott, ey, bitte nicht. Ich weiß, wo die jetzt mal ging. Aber wir müssen das halt hier auf der Insel finden. Das weiß ich nicht, wo es ist. Also im Grunde genommen, ich weiß eigentlich, wo die ist, die Machete. Aber ich weiß nicht, wo der Ort ist, wo die Machete. Ja, wow. Komm, wir gehen mal hier runter. Meinst du, man überlebt? Ja, komm, wenn man sich hier am Rand runtersnickt. Aber da drüben wäre der Turm. Ach, wir müssen ja, da müssen wir durch die Höhle. Leg dich hier so mit runter, wie ich das auch gemacht habe. Oh Gott, ey, das ist so kurz ein bisschen gefährlich. Wir sind genau am Spinnen. Da ist ein Bär. Oh Gott. Wo ist denn hier ein Bär? Ja, du kannst den Wand hochlaufen. Da. Er kommt. Ah, boah. Digga, ich hab mich aber umgedreht, da stand er einfach plötzlich da. Aua, wieso schlägst du denn nicht? Ah, wieso schon wieder? Oh, das Mobbing-Opfer gewesen. Ja, wirklich. Ja. Gut, weiter im Text. Mein King. Da unten ist eine Höhle. Die Sache ist halt so. Es gibt einen riesigen Bären auf dieser Insel, das ist der Mutterbär. Den kann man auch töten. Da braucht man insgesamt 2 Stacks Pfeile. Mein King, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja, warte. Kannst du das hier mitnehmen? Was hast du alles im Inventar? Praktisch nix. Dann hier, nimmer. Wenn ich ein bisschen Platz habe. Kein Ding, Digga. Okay. Digga, der Sound einfach richtig heftig. Ja, ist so. Tschack, 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 Alter. Ja, Alter. Also hier ist die Machete nicht, das kann ich dir sagen. Schade. Aber ist sie in der Höhle in dem Fall? Ja.
Und wird bewacht von einem Mutterdrachen, wollte ich gerade sagen. Von einem Mutterbären. Da waren wir wieder in Minecraft Valhalla, Alter. Ja. Mhm. Genau. Stimmt, den Bär, wenn man den angreift, ist man eigentlich tot, ja. Wir haben den damals angegriffen und dann lagen wir zu dritt da tot. Ach, und da musste einer sein Inventar resetten. Na, ja genau, da musste einer von uns sein Inventar resetten. Wir laufen in die falsche Richtung. Na, chillig. Die Sache ist halt so, man kann aber dafür sorgen, dass der Bär einen nicht angreift, indem man dem einfach keinen Damage macht, weil das ist so ein großer Topf, wo man diese Wildbären reinmachen kann. Ah, now I know. Und dann snackt der Bär die Wildbären und wir können chillig den looten. Richtig asozial. Ich glaube, das war hier. Ich bin der Meinung, das war hier rechts. Okay, schauen wir doch mal. Ja, da ist es, da ist es, guck mal, da ist der Topf. Ist der Topf, Alter. Ja, da vorne, guck mal, da hat so einen blauen Deckel. Frage ist, so, guck mal, da steht der Bär, da sitzt der Bär. Achtung, nicht zu dem Bär, du bist dumm. Du bist so tot. Oh. Er rennt zu dir. Lauf um dein Leben. Oh Gott, er ist wieder eingeschlafen. Wildbären. Er ist wieder eingeschlafen. Ich habe ihn gar nicht geweckt. Ich habe fünfmal Wildbären hier rein. Ich war nie weg. Oh, I snacked jetzt. Guck mal, er ist am Kopf und guck mal, wir können jetzt in deine Höhle gehen. Ja, du Opfer, bist du dumm. Ich bin schlau, wenn wir jetzt da beide reinrennen. Guck mal. Stimmt, ja egal, scheiß drauf. Scheiß drauf, ja. Wir sind ja Profis genug. Halte die Kiste zum Aufnehmen von der Kiste gedrückt, okay. Oh mein Gott, geht das lange. Was ist, wenn der Bär kommt? Alter, was war da alles drin? Okay, ich hab alles mitgenommen. Was hast du alles? Alles außer die Machete. Ich fresse hier kurz das Fleisch. Ja, wir haben den Bauplan für eine Machete. Wir müssen die craften. Ich habe aber eine Machete. Im Inventar. Achso, hast du gecraftet schon, oder? Nee, die habe ich einfach bekommen. Die lag da. So. Ich renne jetzt weg. Tschüss, Bär. Hab keinen Bock mehr auf dich, falls du gleich fertig bist. Aber da waren Bolzen drin, da war Eisenbahn drin, Glas. Ich weiß, das Scharnier. Ja, ein neuer Speer, das ist wichtig. Habe ich auch einen bekommen, da waren aber zwei Speere. Nee, waren okay, auch einen Bauplan haben wir aber auch bekommen. Also so ist es nicht. Für eine Antenne, ja, ja. Für eine Antenne? Nee, für eine Machete, Alter. Wie geht's hier hoch? Digga. Nee, ne. Der Scheiße. Bauplan-Antenne haben wir bekommen. Okay, ab jetzt bin ich auch offiziell am Verdursten. Warte, hier, nee, ich hab Wasser, aber ich habe den letzten Schluck getrunken. Ich habe auch noch einen Schluck in meiner Flasche. Alter, guck mal, mit dem Sonnenunteraufgang-Ding. Sonnenunteraufgang-Ding? Digga. Cool. Geht's hier hoch, ne? Glaube ich, ja. Das passt schon so. Kannst du eigentlich mal kurz reden? Habe ich dich eingestellt? Ja. Ah, ja, okay, doch. Aber, das Problem ist, Michael. Was? Und steht auch noch für die Story eine Glühbirne, einen Hammer und einen Schraubenschlüssel, den wir noch finden müssen. Haben wir. Haben wir? Ja. Also den Schraubenschlüssel, ja, und den Hammer auf jeden Fall. Wir haben den Hammer und eine Säge. Aber Glühbirne noch nicht. Glühbirne und Schraubenschlüssel fehlen. Schade. Aber vielleicht finden wir die noch. Nee, aber die finden wir doch dort bestimmt. Ich habe bei jedem Turm bisher irgendwas gefunden. Ich kann dir sagen, dass es nicht stimmt, dass wir nicht dort alles finden. Ja, alles vielleicht nicht, aber immerhin etwas. Muss immer das Positive im Negativen sehen. Ja, ja. Ja, ja. Was brauchen wir denn jetzt noch? Eine Glühbirne und was? Hallo. Aua. Schraubendreher. Da habe ich doch aufgesammelt, hä? Also obviously nicht, aber. Alter, ich sehe einfach den Scheinwerferkegel, Alter. Scheinwerferkegel? Ja, Lichtkegel. Alter. Bam. Bam. Zack, Alter. Mach auf hier. Oh scheiße, hab daneben geschlagen. Das ist aber keine Aim. Zack, ey, Pilz, geil. So, grab das hier mal schön aus. Au, aua, die Schaufel. Guck mal, deine Machete ist einfach aus einem Österreich-Schild. Wirklich, hä? Wieso das denn? Ja, richtig random, Alter. Notizka. Digga, oh, der hat grad so Miranda gesagt. Wir finden bestimmt jetzt hier einen Charakter, der Miranda ist, Alter. Ja, ist so. Aber... Oh.
neuer Charakter. Positives im Negativ. Den anderen habe ich jetzt mal mir angeguckt in der Charakterauswahl, ne? Oh, Mann, ich bin schon wieder ganz runter. Das nervt, Alter. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal, hör mal, stopp. Digga, hier oben war gerade voll die gruselige Musik. Man sieht aber von hier diese komische grüne Brühe. Bist du? Also das ist Chemie. Kannst du ruhig hochkommen. Ja, ich bin runtergefallen. I promise. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Oh mein Gott, da sitzt einer. Alter, wie Hä, wo? Oh lol, oh mein Gott. Kraftstofftank, Alter. Das ist Johnny. Oh Gott, ich hab Johnny gestochen, aus Versehen. Hi. Ah, Michael, guck mal. Hä? Wir haben eine neue Zahl, drück mal T. Oh yeah, die nächste Insel, Leute. Aber warten, wir fahren doch, wir rennen dann nochmal zu der Station, aber das machen wir wahrscheinlich in meiner Folge. Ja, ja. Und holen dort nochmal diese Sache von der Wand. Er lacht mal die ganze Zeit und wir reden da einfach, gehen einfach weg. Ah, Leute, geht's hoch. Ich bin auf dem Dach. Ah, hier ist eine Kiste. Oh Gott, hier fällt die Hälfte runter. Oh Gott. Nein! Alles blanken. Hier liegen Haufen Planken rum. Dekorationspaket. Das können wir noch kurz auspacken. Mache ich auch. Alter, noch ein Sofa. Schon wieder. Und auch nach unten. Ja. Oh Gott, Alter, bin ich gerade weit runtergefallen. Aber ich glaube, wir müssen dann erstmal aufs Raft zurück und dann vom Raft aus nochmal zu den anderen Sachen, weil mein Inventar ist A voll und B, ich habe kein Wasser mehr. Ja, ist so, ich auch nicht. Die Frage ist, wo ist unser Raft? Warte mal, dort ist das Ding mit der Brühe gewesen, das heißt... Es müsste hier vorne sein, doch bei der Brücke, wo ist die Brücke? Das muss vor uns gewesen sein. Ja, die Brücke ist da drüben. Genau vor uns, vor uns. Seien wir hier runter? Genau unter uns ist der Spind. Ja, komm mal mit, komm mal hier, so. Digga, ist das tödlich hier. Ich habe keinen Damage bekommen. Oh Gott, ich schon. Ah, oh Gott. Ah, hier ist ein Bär. Ja, weg hier. Reingestochen, wo bist du? Oh, das ist auch creepy irgendwie so ein bisschen. Ja, weil es dunkel ist, mein Monitor flackert so komisch. Aua, der Bär macht mir aber Schaden. Wieso ist der schneller als ich? Geh weg. Der hat noch Wasser. Viking, helf mir! Aber wo bist du denn jetzt schon wieder? Oh Gott, Alter, da. Hier bin ich. Nee, nicht mich schlagen, ne? Immer Rett schlagen. Aua! Ich hab gesagt Rett schlagen. Ich soll nicht so rumschreien. Aua! Wie wir das auch immer sagen, so. Ah, ich soll nicht so rumschreien. Also ob ich 20 Leder. Ja, mein Durst ist jetzt gerade am Ausrasten. Mann, hier unten ist ja das Wasser. Der ich kann nicht mehr rennen, Alter. Mike, hier unten ist das Wasser, wir sind quasi da. Kann trotzdem nicht mal rennen. Oh, aber scheiße, ich hab eine Kokosnuss. Oh Gott. Pass auf, spring nicht runter, dann bist du tot. Bist du tot? Nee. Oh Gott, Alter, Alter, ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab auch irgendwas Falschschaden bekommen. Ah, ich seh unser Raft, Junge. Alter, wie viel Glück kann ich denn haben, dass ich da gerade nicht voll keine Runde gekracht bin? Ich bin erstmal so richtig losgesprungen und dann nochmal so in der Luft zurückgelenkt, Alter. Wenn das in Real Life gehen würde. Ja, geil. Einfach noch so mal umentscheiden, nachdem du gesprungen bist mit dem Fallschirm. So, ah, nee, doch, kein Bock. Guck mal, wir können jetzt Sachen erforschen. Oh, ich baue direkt mal die Bäume an, Alter. Oh ja. Junge, ich bin da und höre den Higher. Wo ist er denn? Geh weg, Junge. Ja, da drüben, ich bin komplett in die falsche Ecke gerannt. Alter, Leute, was war das denn wieder für eine Folge, ey? Michael, wir haben jetzt 4 Tannen, ne? Leute. 4? 4. Nicht schlecht, Alter. Boah, was soll ich denn sagen, Leute? Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like oder ein Abo da. Was noch nicht? Noch nicht die Abmann machen. Wir machen jetzt noch die Bäume hier kaputt. Ich habe eine Kokosnuss bekommen, mein King.
Die habe ich extra nicht gegessen, meine, die ich hatte, weil ich die ja. Wir brauchen die ja für das Essen, halt, für diese Kokosdinger. Ich glaube, das labern wir. Ich sortiere gerade sein Inventar ein. Hattest du nicht so eine Rezepte von mir bekommen? Doch, die hänge ich gerade auf. So ein das Baupläne kommen jetzt in unseren Mülleimer, Alter. Alles klar, ja. Hm. So, und jetzt nehme ich hier noch die Sachen rauf, die runtergefallen sind. Also dieser Kokosbaum hat uns natürlich nichts gegönnt. Natürlich. Und der Mangobaum habe ich nicht mehr abbauen können, weil meine Axt kaputt war. Schade. Schade, ja. Dann mache ich mir kurz eine neue, warte. Okay, ich gucke in diese eine Kiste rein und mir fehlt nur Holz und Planken. Holz und Seile. Holz und Planken. Weißt du, halt einfach dein Maul. So wird die Folge genannt. Ja, genau. Ich sehe es schon wieder kommen, wenn YouTube online von Mikey wieder eine Folge mit dem komischen Thumbnail. Holz und Planken. Achso. Holz und Planken, Alter. Das ist geil. Das ist der geile Shit. Ich muss ganz kurz dann die Datei so benennen, dass ich das nicht vergesse. Na, nee, das lässt mal schön bleiben. Ansonsten kommt der Strike, Alter. Kannst du mich, würde das durchkommen? Einfach so wegen Holz und Planken? Verklag dich einfach. Alles klar, ne? Verklagt, Alter, verklagt worden. Können wir Honigbarben erforschen? Hä? Logik, hallo? Nur können wir einfach. Ich hab nicht aufgehört, mehr Spaß. Glas Honig gelernt, Alter. Und ich muss noch kurz was machen. Ich glaube, das hast du noch gar nicht gesehen bisher. Warte mal. Sehr schön, so zack. Schade. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Unfall. Unfall. Was tropfst du denn hier die ganze Zeit? Ich hab gar kein Wasser mehr. In Real Life. Das ist schon letztes Mal so gewesen. Echt? Ja, da bist du dann Wasser holen gegangen. Das kann gut sein. Sehen so ein bisschen aus wie Hanfpflanzen, ne? Wenn sie noch so klein sind. Ach so, mein Kick. Kennt sich jemand aus? Absolut. Spaß, Leute. Da müsst ihr schon zu Monte rüber wechseln jetzt. Geht Digga, besser, geht zu Daydreamer, der ist doch auch so ein Psychopath. Der alles. Sieht auch aus, als wäre der mal high. Oh mein Gott, so asozial. Ja, du bist asozial. Ja, das hast jetzt du gesagt. Nö. Jetzt haben wir 106 Schrott. Ach, jetzt wollte ich das aufnehmen. Oh, Digga, mein Rücken ist irgendwie gut. Ach so. Eigentlich habe ich morgen Fahrstunde, eigentlich soll ich ein bisschen pennen, ne? Egal, scheiß drauf. Den brauchst du nicht, du kannst auch so Unfälle bauen, also. Mann, ey. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss, Alter. Dann gehe ich das erste Mal so richtig auf die Straße so mit allen anderen. Das ist deine erste Fahrstunde? Ja. Hast du schon eine? Ja. Hey, nee, ich mache noch nicht mal Führerschein. Ich mache den ersten Jahr, weil da kriege ich was vom BMW bezahlt oder so. Stimmt, würde ich auch so machen. Ja, das Ding ist halt, es ist halt so ein bisschen... Einerseits freue ich mich mega, weil ich denke, das wird ganz geil. Andererseits so halt, wollt ihr mich wirklich auf die Straße lassen, Leute? Ich einfach gestern, ne? Wollt ihr mich wirklich auf die Straße lassen? Ich habe gestern alle einfach lassen? Bei mir vor der Haustür hat so ein Fahrschulauto angehalten. Der Fahrschullehrer ist ausgestanden, kurz in den Laden gegangen und kam so 10 Minuten später wieder und ist dann mit seinem Fahrschulkind weitergefahren, Alter. Digga, was ein Ehrenmann. Ach komm, der Hai, Digga. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Ich mach die Honigmarmel, was zu den rohen Sachen, ne? Mach. Was? Ja, genau. Das. Haben wir noch einen Tonschall irgendwo? Wäre doch noch sympathisch. Was ja, piept denn hier jetzt die ganze Zeit, Alter? Achso, das ist so das Ding. Ich dachte schon, ich werde verrückt. Bist du. Warte, anstatt dass wir spoilern die Leute jetzt. Leute. Mach ich auch noch nicht. Das ist mit dieser Folge. Alter, nur 4000 Meter.
Och Gott, Alter. Leute, das war's in dieser Folge. Ja, schaut unbedingt in die Playlist. Da findet ihr nämlich alle Videos. Leute, guck mal da oben einfach. Guck mal da. Sieht gerade so funny aus. Ja, macht Sinn, ne? Und ja, schaut bei Rev vorbei, da kommt die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, was war's mit dieser Folge? Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Das war ein sehr schöner Abschluss. Nein.